Hallo und herzlich willkommen bei Ahnenforschung Tobolka. Heute möchte ich euch eine weitere Online-Plattform für Kirchenbücher vorstellen. Und zwar die erste aus Tschechien. Und hier bei Familie Austria sehen wir mal einen Überblick über Tschechien und welche Landesarchive oder wie es in Tschechien heißt, staatliche Gebietsarchive es gibt. Und heute geht es um Acta Publica und das gehört dem Archiv Brünn. Brünn, der Archivbereich, ist, sehen wir hier, dieses dunkle Rosa hier. Und es umfasst einen großen Teil von Mähren, aber nicht alles. Bei Wikipedia gibt es eine Karte, da sieht man im Vergleich Mähren dazu. Das wäre hier das Blaue hier. Also es ist zu Mähren gehört auch ein bisschen was von Wittingau und von Opava. Ja, die Plattform selbst versteckt sich unter der Seite actapublica.eu und das ist die Startseite, die ihr zu sehen bekommt, wenn ihr die Seite aufruft. Und ihr seht es hier mal auf Tschechisch, man kann hier aber auf Deutsch umstellen. Und die Seite ist eigentlich sehr einfach zu navigieren und sehr übersichtlich und das Anmelden hier oben zum Beispiel könnt ihr ignorieren. Einzige interessante und wichtige ist Suche. Und schon haben wir die Eingabemaske für unsere Orte. Also hier unter der Gemeinde geben wir eigentlich den Ort, an den wir suchen. Das kann ein kleines Dorf sein, muss nicht die Gemeinde sein. Was sich unter Signatur und Seite verbirgt, werde ich euch nachher noch zeigen. Ich zeige euch mal eine kleine Funktion von der Seite. Ich suche nach dem Ort Potoli. Und hier bekomme ich jede Menge Vorschläge von Potolis. Das, was ich früher mal gesucht habe, das findet sich hier auf dieser Auflistung leider nicht, da es im späten 19. Jahrhundert zur Stadt Jemnica eingemeindet worden ist. Und hier finden sich nur die Dörfer, die offenbar selbstständig geblieben sind. Und dass man diese so Potoli aber trotzdem findet. Hier haben wir dieses Jemnica oder Jemnitz. Wenn ich jetzt da drauf gehe, kommen wir auf die Übersichtsseite von allen Kirchenbüchern zur Stadt Jemnica. Und wenn ich hier auf den Achter gehe, werden dann alle Orte aufgelistet, die zur Pfarre noch dazugehören, also zu Jemnica. Und hier findet sich ein Potoli. Ups, jetzt ist weg. Hier unter Ostojkovice. Die Funktion möchte ich euch aber mit einem anderen Wort jetzt zeigen. Und zwar mit Kutscherow oder Kutscherow im Bezirk Wischau. Wir sehen hier auf der linken Seite die Signatur, die haben wir vorher in der Überblickseite gesehen. Steht hier oder auch hier unten. Und das bedeutet, ich kann jetzt diese Signaturnummer hier in dieser Signaturzeile hineingeben, in dieses Kästchen. Und wenn ich auf Auswählen drücke, wird das Buch mit dieser Signaturnummer geöffnet. Gebe ich auch noch eine bestimmte Seite ein, dann wird auch gleich diese Seite dazu geöffnet. Gebe ich die Seite nicht ein, dann beginnt das Buch mit Seite 1. Bezirk, das ist in welchem Bezirk Kutscherow liegt. Mit Gemeinde ist Kutscherow selbst gemeint. Kutscherow ist aber auch der Urheber und das heißt, das ist die Pfarre. Und hier seht ihr, oben haben wir es einmal 7, dann 8, 8 und wieder 7 und danach sind es nur noch 4. Hier unten haben wir sogar 9. Und 1784 ist da jeweils die Grenze. 1784 hat Josef II. Die Pfarren neu geordnet, das Pfarrwesen. Und das ist die Pfarre Kutscherow geteilt worden. Es sind drei Orte übergeblieben, nämlich Hobitschau, Kutscherow und Lisowitz. Und der vierte Ort, Derschau, ist hinzugefügt worden und die anderen, die haben dann eine eigene Pfarre gebildet, nämlich Podalitz oder Podalitze. Jetzt habe ich hier aufgelistet
Hobbyschau, Hobbitschau, da steht aber Hobbyschau. Und unter Lissowitz steht hier nur Lissowitz oder Lessowitz. Das heißt, die deutschen Namen müssen nicht denen sprechen, die ihr auf alten Landkarten findet oder auch in Dokumenten und auch nicht in den in Kirchenbucheinträgen. Ich habe mir angewöhnt, dass ich immer nach den original tschechischen Namen suche und nicht nach den deutschen. Gut, hier haben wir dann die Auflistung, um welche Art von Buch es sich handelt. Also von 1608 bis 1784 finden sich in den Büchern sowohl Taufeinträge, Heiratseinträge als auch die Sterbeeinträge. Danach gibt es für jede Kategorie ein eigenes Buch. Und hier haben wir auch aufgelistet, von wann bis wann dieses Buch läuft, wie viele Seiten es umfasst. Und wenn ich da auf die Lupe draufklicke, wird dann das Buch geöffnet. Hier seht ihr einen Nuller und hier auch. Das heißt, das sind zwei Bücher, die noch nicht im System eingespeist sind. Sie sind aber jetzt vor kurzem offenbar erst in diese Liste hinzugefügt worden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie demnächst, in den nächsten Jahren, vielleicht auch noch dieses Jahr, weiß ich nicht, hinzugefügt werden. Ob es zum Beispiel dieses Sterbebuch ist, ist die Frage. Ich habe dem Archiv einmal eine E-Mail geschrieben und gefragt, wann das mit dem zu rechnen ist, und die haben mir geantwortet, sie wissen es nicht, weil es noch beim Bezirksarchiv in Wieschau liegt. Hier unten habt ihr dann auch noch einen kleinen Sonderfall. Und zwar finden sich hier 34 Dörfer, die zur Pfarre Wieschau oder Wiskow gehören, und unter anderem sind dann auch die Pfarren von der Pfarre Kutzerhof dabei. Das heißt, das ist praktisch eine Vorpfarre von Kutzerhof, auch wenn sich die zeitlich überschneiden. Das heißt, wenn ihr da oben jemanden suchen würdet und ihr findet ihn nicht, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr in dem Buch von Wieschau was findet. Allerdings sehen wir hier auch, hier geht es von bis hier 1670 und Kutzerhof selbst nur bis 1662 und danach erst wieder ab 1682. Das heißt, wir haben hier eine Lücke von mindestens 20 Jahren, tatsächlich sind es mehr, weil wenn man dieses Buch hineinschaut, dann finden sich in den 1650er Jahren zum Beispiel nur wenige Einträge. Und hier, das ist auch noch wichtig, das sind die Index-Bände, also im Gegensatz zu Matricula, wo die Indexe häufig im Buch drinnen sind, sind hier in Tschechien die extra geführt worden. Diese Sternchen sind die Geborene, der Kreis, das sind die Getrauten und das Kreuz ist für die Verstorbenen. Und wenn man da jetzt draufklickt, sieht ihr auch von wann bis wann. Und auffällig ist, dass sie Mitte des 19. Jahrhunderts aufhören. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Taufantrag zum Beispiel von 1870 sucht, das müsste hier in dem Bereich sein, dann gibt es keinen Index, sondern ihr müsst halt dann jede Seite und jeden Eintrag einzeln durchblättern. Und ich werde jetzt da mal eines aufmachen. Zur nächsten Seite vorspringen könnt ihr, indem ihr oder weiterblättern auf diesen Pfeil klickt. Ihr könnt aber auch die Seitenanzahl direkt eingeben. Wenn ich da jetzt 2 eingebe und auf Enter drücke, wird Seite 2 geöffnet. Es dauert ein bisschen. Da haben wir dann ein bisschen was über die Pfarre. Und dieses Buch wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen, sondern das nächste. Dieses hier. Ja, wenn ihr das Mausrad verwendet, könnt ihr rein und rauszoomen. Jetzt wieder auf die zweite Seite. Die Maus mit der linken Maustaste, die drücken und halten, dann könnt ihr das Bild auch verschieben. Was leider nicht möglich ist, ist ganz hinunter zu scrollen. Da müsst ihr dann auch die Bildlaufleiste auf der rechten Seite verwenden. Ihr könnt aber auch hier mit Plus und Minus rein und raus scrollen. Ihr könnt auch das Bild drehen, falls ihr mal einen Eintrag habt, der quer geschrieben ist.
Und hier seht ihr jetzt einen Taufeintrag aus dem Dorf Kotzlan oder Kotzlani aus dem Jahr 1682 vom 10. September. Und das war's eigentlich. Wie gesagt, es ist einfach zu navigieren. Alles, was du sonst brauchst, ist ein bisschen Geduld und Erfahrung, um die Kirchenbucheinträge zu lesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass es euch hilft, dass es euch mal eine Idee gibt, wie Acta Publica aufgebaut ist und wie die Kirchenbücher zu finden sind. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schicken oder mich über Facebook oder Twitter kontaktieren. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!